Leute, heute lackieren wir unsere Bremssättel und das Ganze machen wir mit dem Komplettset von Foliatec. Bevor wir uns das jetzt aber genauer anschauen, klären wir nochmal kurz vorab, wo wir das Ganze überhaupt machen. Wichtig, ihr solltet nämlich wissen, denn wenn ihr die Bremssättel lackiert, muss das Fahrzeug danach mindestens 24 Stunden stehen, sollte nicht bewegt werden, hat damit zu tun, dass der Lack aushärten muss. Wo machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze jetzt hier in der Einfahrt, einzeln Rad für Rad mit dem Wagenheber. Optimaler ist es natürlich auf einer Hebebühne, dann könnt ihr gleich alle vier Räder montieren, aber wie gesagt, hier in der Einfahrt ist es eigentlich auch gar kein Problem. Jetzt zum Werkzeug. Wir brauchen eigentlich nur einen kleinen oder großen Ratschenkoffer, damit wir Werkzeug haben, um das Rad zu demontieren und um unsere Bremsbeläge auch noch ausbauen zu können. Ja, jetzt schauen wir uns das Set noch genauer an. Hier sehen wir die ganzen Farben, die man bei Foliatec bekommen kann. Das sind mindestens 25 Farben, kommen aber immer auch noch weitere hinzu und andere. Wir haben uns jetzt für RS Blau entschieden. Und das Gute bei diesem Set ist einfach, jetzt schauen wir uns nämlich gleich mal an, dass wir uns um nichts weiter kümmern müssen, denn hier ist einfach alles drin. Nicht nur der Lack, sondern wir haben einmal den Bremsenreiniger, welchen wir später natürlich brauchen. Wir haben eine Drahtbürste, um später lose Rostpartikel und Staub oder Schmutz von der Bremszange zu entfernen. Wir haben natürlich einen schönen Pinsel. Wir haben den Spatel zum Anrühren der Farbe. Tatsächlich haben wir sogar auch noch Handschuhe drin. Selbst darum müssen wir uns nicht kümmern. Und natürlich unseren Lack und den Härter, den wir später auch noch anmischen werden. Ja Leute, und um jetzt zu beginnen, heben wir das Fahrzeug auf mit dem Wagenheber. Dafür natürlich wichtig, Parksperre bei P oder Gang einlegen und natürlich die Handbremse anziehen. Und das Rad schrauben wir jetzt ab. Ja Leute, jetzt haben wir Einblick auf unsere Bremsanlage hier von meinem BMW E61 und ich persönlich finde das Ganze, ja, schaut einfach langweilig aus und wir wollen das Ganze jetzt mal deutlich verschönern. Ja Leute, alles was wir jetzt hier machen müssen als Vorbereitungsmaßnahme ist die Bremsbeläge einmal auszubauen. Das machen wir, damit wir die Bremsbeläge später nicht mitlackieren und die Auflageflächen der Bremsbeläge abkleben können. Näher gehen wir darauf später noch ein. Und wir müssen danach, wenn wir die Bremsbeläge ausgebaut haben, den ganzen Bremssattel natürlich noch ordentlich reinigen. So, Handschuhe an. Und um jetzt hier die Bremsbeläge ausbauen zu können, nehmen wir uns als erstes den Schraubenzieher zur Hand und lösen jetzt die Klammer. Das ist bei den meisten BMW-Anlagen oder Bremsanlagen relativ gleich. Wenn ihr jetzt eine Bremsanlage habt, wo ihr nicht so eine Klammer, sondern eine dünne Feder habt, seht ihr dieses Video jetzt hier eingeblendet, wie man dort einen Bremssattel bzw. die Bremsbeläge ausbauen könnt. So, als nächstes entspannen wir jetzt unseren Bremssattel bzw. den Kolben, der da drinnen ist, damit dieser nicht komplett jetzt anliegt und wir dann später diesen schön von den Bremsbelägen nehmen können. Dafür fahrt ihr hier in diese Öffnung hinein mit einem Schraubenzieher und zieht den Bremssattel ein Stückchen nach außen. Dadurch wird der Kolben entspannt und wir sehen jetzt, die Bremszange liegt nicht mehr komplett an. So, und als einzige nächste Schraubearbeit müsst ihr jetzt nur noch die beiden Staubkappen von den Führungsbolzen für die schwimmenden Bremssättel entfernen, um dann die Führungsbolzen rausschrauben zu können. Hierfür nehmen wir uns wieder einen Schraubenzieher, um die Staubkappe zu entfernen. Die sind einfach nur gesteckt. Wenn ihr das Ganze nochmals genauer sehen wollt, schaut einfach auf unserem Kanal. Wir haben mehrere Videos rund um die Bremsanlage und da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und als nächstes nehmen wir einen 7er Imbus und schrauben jetzt oben wie auch unten die Führungsbolzen hinaus.
Nummer 1. Und Nummer 2. Und als nächstes können wir den Bremssattel von unserer Bremse entnehmen. Wichtig, wenn ihr den Bremssattel jetzt entnommen habt, solltet ihr diesen immer festhalten und nicht am Bremsschlauch hängen lassen. Ist nicht so gut für einen Bremsschlauch. Und als nächstes nehmen wir jetzt auch noch die Bremsbeläge raus. Und jetzt sehen wir hier bei dem vorderen Bremsbelag schon schön, der war hier auf so einer Führungsschiene drauf. Und das ist später wichtig, gehen wir auch dann später zum gegebenen Zeitpunkt nochmal näher darauf ein, dass wir diesen auf gar keinen Fall mitlackieren. Denn wenn wir natürlich jetzt hier später eine Lackschicht draufgeben, haben wir ein mehr Material drauf und später wird dann der Bremsbelag hier nicht mehr richtig drauf passen. Bei anderen Bremssätteln ist es sogar so, dass der Bremsbelag oder beide Bremsbeläge auf einer Führungsschiene hier oben richtig gleiten. Auch da wichtig, wie gesagt, die müssen die Gleitfähigkeit beibehalten und da darf auf keinen Fall später Lack drauf. So, hinteren Bremsbelag auch noch rausnehmen. Danach haben wir den Bremssattel von den Bremsbelägen entfernt und jetzt bauen wir ihn einfach wieder ein. Damit ist er wieder fest in seiner Position und wir können ihn schön reinigen und dann mit dem Lackieren beginnen. Zum Einbau werden jetzt nur die Bolzen wieder von hinten hineingeführt und festgeschraubt. So, die Bremsbeläge sind draußen. Als nächstes kommt die Drahtbürste zum Einsatz und wir bürsten jetzt hier richtig schön und gründlich alle zu lackierenden Flächen ab. Dieser Bremssattel sieht ja jetzt einigermaßen gut noch aus. Da gibt es ja ganz andere Kaliber, wo auch vor allem hier auf dem Trägerstück ordentlich Rost schon zu sehen ist. Wie gesagt, alle losen Rostpartikel müssen auf jeden Fall entfernt werden, damit später der Lack richtig hält. Die Reinigungsarbeiten solltet ihr natürlich, wenn ihr das Ganze mit dem Wagenheber macht, auf jeder Bremse schon vorbereiten, denn wenn wir später den Lack angemischt haben, habt ihr nur 2 Stunden Zeit, um den zu verarbeiten. Also ihr reinigt jetzt auf jeden Fall und bereitet alle 4 Bremssättel vor. Nachdem ihr jetzt die Rostpartikel angelöst habt, den ganzen Schmutz angelöst habt, nehmt ihr mal einen Bremsenreiniger und sprüht das Ganze ab. Danach nehmt ihr euch ein Tuch und probiert den Bremsstaub so gut wie es geht komplett zu entfernen. Beim Bremsenreiniger ist nur zu beachten, dass wenn ihr diesen nochmal kurz bevor ihr dann mit dem Lackieren anfangt verwendet, diesen auf jeden Fall mindestens 5 Minuten davor einmal abdampfen lassen solltet, damit dieser sich komplett verflüchtigt hat und den Lack später nicht schädigt. Bitte vergesst nicht in dem Zuge auch, wenn ihr eine ähnliche Bremsanlage mit solchen großen Klammern habt, diese natürlich auch zu reinigen, denn wenn wir die später draufgeben und wir lackieren die nicht mit, sieht das Ganze natürlich irgendwie doof aus und bildet keine Einheit. Also auch diese bestmöglich reinigen. So, als letzten Vorbereitungsschritt kommt jetzt noch das Abkleben an die Reihe. Wie vorhin schon angesprochen, kleben wir jetzt hier die Auflagefläche des Bremsbelages ab. Wichtig bei Bremssätteln, wo die Entlüftungsschraube zum Beispiel hier auf der mit zu lackierenden Fläche ist,
Hier ist es jetzt nicht der Fall, hier sitzt er da hinten. Hier hinten werde ich auf gar keinen Fall lackieren, weil das hinten sieht man natürlich nicht. Aber hier oben natürlich schon. Sitzt er hier jetzt mit drauf, muss dieser auf jeden Fall auch mit abgeklebt werden. Und zwar auf jeden Fall großräumig, dass unter keinen Umständen Bremssattellack an das Gewinde des Entlüftungsschraube drankommt oder aber auch möglicherweise da in das Gewinde hineinlaufen könnte. Wir kleben, wie schon gesagt, die Auflagefläche des Bremssattels hier jetzt ab. Wichtig beim Lackieren, könnt ihr später dann einfach noch darauf achten, dass ihr einfach nicht zu nah hingeht und das Ganze somit auch noch mit schont. Das Ganze oben, wie natürlich auch unten. So, nachdem wir jetzt den Bremssattel hier soweit vorbereitet haben, würden wir jetzt natürlich alle weiteren Bremssättel auch noch vorbereiten. Wenn ihr jetzt das Rad wieder drauf gebt, um den Wagenheber umzusetzen, ihr braucht jetzt nicht alle 5 Schrauben wieder reintun, ihr bewegt das Auto ja eh nicht, macht 2 Schrauben rein, fertig, dann könnt ihr später beim Lackieren, beim Umsetzen des Rades, das Rad wieder schneller demontieren. Vorbereitungsmaßnahmen sind abgeschlossen und als nächstes mischen wir jetzt unseren Lack an. So, jetzt geht's ans Anmischen des Lackes. Alles zum Thema Lack steht natürlich auch in der Bedienungsanleitung drin. Allerdings, wenn ihr das Video seht, braucht ihr die Bedienungsanleitung natürlich nicht mehr. Jedoch, wenn ihr jetzt gerade in Action seid und was vergessen haben solltet, wie gesagt, alles steht hier drinnen. Und hier steht natürlich dann auch drinnen, und das gilt es zu sagen, dass wenn wir den Lack jetzt mit dem Härter anmischen, wir eine Verarbeitungszeit von ungefähr 2 Stunden haben. Und die sollten auch ausreichen, um dann später natürlich einmal ums Auto rumzugehen, auch mit dem Wagenheber. Als nächstes öffnen wir jetzt mal hier unsere Dose mit dem Lack und auch die Dose mit dem Härter. Wichtig zu wissen, ihr könnt natürlich den Lack auch nicht komplett anmischen. Allerdings solltet ihr das komplett tun, denn das Ganze ist dosiert. Und hierfür schütten wir den Härter hinein. Die komplette Menge, wie gesagt, passt perfekt für die Menge an Lack, die hier drinnen ist. Danach nehmen wir uns den Spatel und rühren das Ganze jetzt richtig gut an. Wichtig beim Rühren: es kann sein, dass sich der Lack unten mal durch längere Standzeit des Produktes irgendwie ein bisschen absetzt. Dieser sollte komplett schön aufgerührt werden. Also das Ganze macht er jetzt mal mindestens 5 Minuten, dass sich das Ganze schön vermischt. Und nachdem ihr das Ganze dann angerührt habt, könnt ihr nicht sofort loslegen mit Lackieren, sondern danach muss der Lack nochmal 10 bis 15 Minuten ruhen oder vorreifen. Was ihr natürlich auch noch beachten solltet, ist, wenn ihr das Video euch im Winter anschaut, die Außentemperatur sollte passen und diese sollte auf jeden Fall über 15 Grad sein, denn sonst kann es natürlich möglich, wenn sie unter 0 ist, kann es sein, dass der Lack gefriert, und alles, was unter 15 Grad ist, beeinträchtigt das Ergebnis ungemein. Dann wartet lieber bis zum Frühling und macht die Arbeit dann. So, nach den 15 Minuten Vorreifen nehmt ihr jetzt nochmal den Spatel, rührt den Lack noch einmal kräftig um und dann nehmt ihr euch den Pinsel und wir beginnen mit dem Lackieren. Wichtig, also das Wichtigste beim Lackieren ist, dass ihr den Pinsel immer wieder abstreift, bevor ihr, also nachdem ihr in der Farbe drin wart und bevor ihr lackiert, denn ihr solltet wirklich dünne Schichten auftragen. Wenn ihr zu dicke Schichten macht, läuft euch der Lack irgendwo hin, wo er nicht hin soll, und es könnten Nasen entstehen. Das muss nicht sein.
Wir sehen jetzt hier gleich schon schön, wie der oder wie die Farbe des Bremssattels natürlich noch etwas durchschimmert. Da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen und auf keinen Fall jetzt sagen, okay, jetzt muss ich gleich sofort dicker auftragen, sondern lasst es ruhig bei der ersten Schicht noch durchschimmern, denn spätestens nach der zweiten Schicht ist das Ergebnis dann perfekt. Ja, wir haben jetzt die Bremsscheibe nicht noch weiter abgeklebt. Wir achten jetzt einfach beim Lackieren darauf, dass wir diese nicht mitlackieren. Wenn ihr euch da unsicher seid und ein Tollpatsch seid, dass ihr möglicherweise draufkommt, könnt ihr einfach noch ein Blatt Papier hier drunter zwischenlegen und somit habt ihr die Bremsscheibe auch noch abgeklebt. Wichtig beim Lackieren ist jetzt auf jeden Fall, dass wir haben ja hier die Aufnahmen für unsere Klammer. Diese solltet ihr auch auf keinen Fall mitlackieren. Habt ihr, wie vorhin schon angesprochen und wie in dem Video, welches ihr bei dem Volvo eben halt sehen könnt, jetzt nicht so eine Klammer, sondern so eine dünne Feder, wären hier vorne im Bremssattel so kleine Löcher drinnen. Hier müsst ihr auf jeden Fall auch richtig aufpassen, dass ihr in diese Löcher nichts an Lack hineinbekommt. Mein Tipp wäre, dass ihr euch einen kleinen Streichholz nehmt, der gut reinpasst, also der nicht streng reinpasst, sondern der gut reinpasst, den dann drauflegt und somit schützt, dass der Lack auf keinen Fall da reingeht. Nicht streng den Streichholz reinschieben, denn wenn ihr den später dann rausziehen solltet, kann es sein, dass er natürlich abreißt und euch das Holz dann da drin stecken bleibt. Also irgendwas oder einen kleinen Nagel oder sowas, irgendwas nehmen, dass ihr da sicher seid, dass euch der Lack da nicht hineinfließt. Das haben wir gerade gesehen, jetzt habe ich den Pinsel nicht richtig gut abgestriffen, jetzt war der Lack schon ein bisschen zu viel. Allerdings, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, den Lack dann schön mit dem Pinsel, wenn ihr merkt, es war jetzt doch ein bisschen viel, wieder zu verteilen. Einzige, wie gesagt, ihr müsst darauf aufpassen, dass ihr einfach nur keine Nasen oder unschönen Läufer reinbekommt. Hier oben, wo wir jetzt abgeklebt haben, wie auch vorhin schon angesprochen, achten wir jetzt einfach darauf beim Lackieren, dass wir nicht noch extra ordentlich hingehen, sondern wir gehen einfach vorsichtig mit dem Pinsel hin und dann haben wir das Ganze schon gut abgesichert, dass da kein Lack drauf kommt. Wie gesagt, lackieren müsst ihr eigentlich nur die sichtbaren Teile, damit das Ganze ein wirklich schönes Ergebnis gibt. Hier hinten müsst ihr nicht groß machen und auch hier in diesen Öffnungen müsst ihr nicht groß reingehen, denn wenn die Felge später drauf ist, seht ihr das nicht. Und da müsst ihr auch jetzt nicht abkleben, sondern ihr passt halt einfach nur mit dem Pinsel auf, dass ihr da einfach nicht reingeht. Fertig. Auch der Bremsträger ist ja Bestandteil mit der Bremse und ich persönlich lackiere diesen jetzt hier oben natürlich auch noch mit, denn wenn wir den jetzt unlackiert lassen, finde ich, ist das Ergebnis zwar auch ganz schön, aber es sieht schöner aus, wenn dieser auch noch blau wird. Beim Bremsträger auch nur darauf achten, dass ihr natürlich nicht jetzt mit dem Lack hier in die Führungsschienen der Bremsbeläge hineinkommt. So, beim Auftragen der ersten Schicht achtet ihr einfach darauf, dass ihr jede Stelle, die ihr lackieren wollt,
schön erwischt. Und nachdem ihr dann die erste Schicht aufgetragen habt, muss diese 15 Minuten antrocknen und danach gehen wir dann an die zweite Schicht. Auch solltet ihr natürlich nicht vergessen, die Klammer mitzulackieren. Hier gilt nur zu beachten, dass ihr nicht auf die Auflagefläche der Klammer Lack aufträgt und ganz wichtig auch nicht hier in diese Einführfläche, da wo die Klammer dann später wieder in den Sattel zurückkommt. Diese sollten lackfrei bleiben und keine zusätzliche Materialschicht aufgetragen werden. Also wundert euch jetzt nicht, dass das ganze Ergebnis noch ein bisschen scheckig ausschaut. Auch hier am Bremssattel sehen wir ja, wie die alte Farbe des Bremssattels überall noch ein bisschen durchscheint. Wie gesagt, nicht bei der ersten Schicht jetzt anfangen, aufgrund dessen deutlich mehr aufzutragen, sondern lasst das Ganze jetzt erstmal 15 Minuten antrocknen. Und gleich bei der zweiten Schicht werden wir dann sehen, dass das alles verschwindet und ein echt tolles Ergebnis wird. So, nach der ersten Schicht folgt jetzt natürlich die zweite und eigentlich auch die finale Schicht. Hier sollten zwei Schichten auf jeden Fall ausreichen. Und bei der zweiten Schicht sehen wir jetzt dann auch, dass jetzt langsam alles, was noch so durchgeschimmert hat, verschwindet. Wenn ihr nach der zweiten Schicht irgendwo noch unzufrieden seid, dann lackiert ihr natürlich dieses noch nach. Und wichtig, achtet jetzt nicht die ganze Zeit wie so ein Wilder auf die Uhr. Wie gesagt, der Lack ist mindestens 2 Stunden verarbeitbar und wenn ihr jetzt die zweite Schicht hier aufgetragen habt, macht ihr ganz entspannt das Rad wieder drauf, sichert es mit 2 Radbolzen und geht dann zum nächsten Sattel und das muss von der Zeit auf jeden Fall ausreichen. Auch braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass der Lack möglicherweise nicht reicht, denn es ist wirklich mehr als ausreichend da, da könnt ihr eigentlich fast schon 8 Bremssättel mit lackieren. Jetzt seht ihr auch wirklich schön, wie sich dieser Lack einfach unfassbar toll auf den Bremssattel drauflegt. Und ihr könnt euch das auf jeden Fall zutrauen. Ihr braucht da keine großen Lackierfähigkeiten. Ich habe die nämlich auch nicht. Einfach dünn pinseln und das Ergebnis wird echt wirklich richtig top. Wenn ihr jetzt auf der Hinterachse keine Bremssättel habt, sondern eine Bremstrommel, könnt ihr diese natürlich auch lackieren. Ganz wichtig, bitte achtet darauf, dass ihr die Bremstrommel nur dort lackiert, wo das Rad nicht aufliegt. Sprich, die Radnabe und die Auflagefläche vom Rad muss komplett frei bleiben und darf auf gar keinen Fall mitlackiert werden. Ja Leute, nachdem ihr den Lack jetzt auf alle 4 Bremssättel aufgebracht habt, lasst ihr das Ganze mindestens 2 Stunden richtig aushärten und danach können wir dann die Bremsbeläge auch wieder einbauen. Ja Leute, nachdem ihr jetzt alle 4 Bremssättel lackiert habt, baut ihr das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben bei der Gelegenheit gleich noch die Bremsscheibe und die Belege mitgewechselt. Es bietet sich ja an, denn wenn wir den Bremssattel schon ausbauen, sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Ich finde, das Ergebnis ist wirklich gut geworden. Es ist einfach zu machen und einer Werkslackierung kommt es eigentlich sehr nahe. Abschließend ist jetzt noch ganz wichtig, dass ihr, bevor ihr jetzt mit dem Fahrzeug wieder losfahrt, die Bremsanlage auf jeden Fall nochmal wieder vorpumpt. Sprich, das Bremspedal so lang pumpen, bis sich die Bremsbeläge wieder auf die Bremsscheibe angelegt haben und ihr wieder einen festen Druck im Bremspedal spürt. Ja Leute!
Leute, das Komplettset von Foliatec kann ich euch für diese Arbeit wirklich nur wärmstens empfehlen, denn es ist nicht nur der Top-Lack dabei, der ja hitzebeständig ist, das ist ja ganz wichtig bei der Bremsanlage, und er ist natürlich zusätzlich auch noch chemikalienbeständig, das heißt beständig für Bremsflüssigkeit, denn wenn ihr jetzt mal einen Bremsflüssigkeitswechsel vollzieht und euch kommt Bremsflüssigkeit auf euren neu lackierten Bremssattel, bleibt dieser so, wie ihr ihn lackiert habt. Zudem wertet es natürlich euer Fahrzeug auf jeden Fall auch noch auf, vor allem wenn ihr dünnspeichige Alufelgen habt und man dann immer durch die dünnspeichigen Alufelgen auf eine verrostete Bremsanlage schaut, ist einfach nicht schön. Und somit, wenn ihr so einen Lack verwendet, könnt ihr euer Fahrzeug das so schön machen und vor allem in der Farbe machen, wie ihr es wollt. Ja Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Auch freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mal ein Bild postet von eurer frisch lackierten Bremsanlage bei unserer Facebook-Fanpage. Wer uns jetzt noch nicht kennt, drückt jetzt hier über mir schleunigst den gelben Abonnier-Button. Somit verpasst ihr kein Video mehr und bleibt immer auf dem Laufenden. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Auf dieser Seite kommt ihr jetzt zum Video, wie wir nicht nur die Optik aufwerten bei unserer Bremsanlage, sondern eine komplett neue Optik unserem Auto verleihen, sprich eine Komplettfolierung, auch mit dem Set von Foliatec. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das Lackieren traue ich mir zu, aber das mit dem Bremsbelegen, da habe ich noch ein bisschen Bammel vor, dann klickt ihr jetzt auf jeden Fall mal auf diese Seite. Dort wird euch der Bammel davor genommen. Dort seht ihr nämlich, wie ihr die Bremsbeläge ganz genau tauscht. Alle Teile findet ihr natürlich wie immer, wenn ihr jetzt unter mir auf die Bremsscheibe drückt. Mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.